Well. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Destiny 2. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben und jetzt geht's in der LTZ weiter mit der Kampagne Rache. Wir haben leider keinen Exo bekommen. Naja, macht nichts. Es wäre ja so schön gewesen, aber andersrum, die einzige Exo, die man hätte bekommen können, wäre die Handfeuerwaffe gewesen und mit der spiele ich sowieso nicht. Risikoreich sein können, aber Nee, risikoreich gibt's nicht. Für risikoreich gibt's eine Quest. inzwischen ja. Ja. Die hätte ich natürlich auch genommen. Als MG. Ursprünglich war zur Auswahl risikoreich, Sonnenschuss oder Gravitonlanze. Ich hätte wahrscheinlich dann risikoreich genommen. Als MG. Hüter, der Weg vor dir ist Ist eine MG, ne? Sonnenschutz. Sonnenschuss ist wesentlich besser. Ja, aber ich spiele nicht mit Handfeuerwaffe, von daher. Macht aber einen Heiden Spaß mit dem Ding. Ich weiß, weil die Gegner explodieren. Weil alles explodiert. Ich habe die Knifte auf meinem Hauptaccount. Glaube ich jedenfalls. Warte mal. Solltest du. Ja. Ja, ich habe sie bestimmt in der Sammlung. Ja, spätestens da. Ob du Materialien hast, ist die andere Frage. Lass mal Kate reden. Das ist der Waller. Ja, eben hat Kate was gesagt. Sorry, wollte das. Dieses hübsche Ding habt ihr ja schon während eures Nahtoderlebnisses auf der Arkologie gesehen. So, mit zum Thema NATO. Panzer? Wieso bekomme ich nie einen Panzer? Warum bekomme ich nie einen Panzer? Ey! Damit ich einen Panzer bekomme. Hauptsache, ich bekomme dann das Tutorial, das mir dann sagt, wie ich damit umzugehen habe. Ja, ich nicht. Ich hab's ausgeschaltet. Oh, legt der. Ah, Brustpanzer von. Warte mal, halt mal an. Halt mal an. Nutz anhalten. Ich bin auch angehalten. Scheiße, das geht nicht, oder? Will mitfahren. So, kann weitergehen. Moment, was habe ich gekriegt? Brustpanzer. Ausrüsten. Damit wir das Blaue haben. Ah, eine. Nein. Böses. Hey, lass du mal den Panzer in Ruhe? Nein. Der ist schon angeschädigt. Ja, dann lass mich doch mitfahren. Ja, ich hätte gerne. Ja, hier kannst du den Panzer holen. Da. Nö, scheiße, ich fahr mit. Ach schon. Eine Plattform weniger. Okay, ich hole meinen Panzer.
Plattform weniger. Die Plattform mache ich noch runter. Die Plattform kann auch noch runter. So, Plattformen sind weg. Entspann dich rechts. Du kannst übrigens auch mit dem Panzer zielen, ne? Ich weiß. Das mache ich die ganze Zeit schon. Ach sich, wirklich? Ja. Bist du sicher, dass du nicht einfach alle stehen lässt und alles für mich rumgammeln lässt? Ein Schnabel. Und das mit, was ich im Vorbeigehen mitkriege. Ich glaube nicht, dass wir uns durch die Tür schießen können. Die Steuereinheit sollte in der Nähe sein. Das hätten wir dann mal geregelt. Gar nicht, wo Honoré ist. Siehst du gleich. So, du bist hinter mir. Achtung, der Träger lässt die Antriebe an. Du solltest dich besser beeilen. Tumos ist auf dem Träger. Nur durch ihn können wir die Allmacht entern. Los! Kein Bock auf Panzer? Achso, nö. Weil, lass meinen Panzer stehen. Ich nehme mal das kleinere Fahrzeug. Lass mal... Sparrow! Ich will einen Drakun haben. Okay, der Panzer von denen ist tot. Oh, mein Panzer hat einen Kratzer. Toll, sie haben die Brücke eingezogen. So kommen wir dahin. Yep. Ja, du musst erst da oben rein. Ach, Alex. Brücke ausfahren, dann rüberfahren. Wieso rüberfahren? Lass mal den Panzer stehen. Meiner. Hol den eigenen. Ja. Ich muss da drüben wieder neue holen. Ja, der hat einen Kratzer, hol dir einen neuen. Das ist meiner. Ja, hab ich doch gerade. Ich hol mir dann nachher drüben mal an seinen neuen. So sollten wir es rüber schaffen. Mach hier halt nicht auf. Ich muss meinen Panzer holen. Das machst du schon. Risikoreichen und einsatzfreudigen Kampfmanöver können sehr effektiv und inspirierend sein. Ja, aber mit einem Panzer sind die 100-mal inspirierender. Hi. Hi.
voll knapp. Das ist nicht dein Ernst. Kannst du dich nicht selbst wiederbeleben? In 8 Sekunden. Okay, 3, das war einer. 2, 1. Das war der zweite. Das war ein Schiff. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Dass ich genau in die Mitte rein bin. Moment. Das weg. Das weg. Ja, das waren alle. Aus den Tunneln raus und sollten bald den Träger erreichen. Gut, alles was zwischen dir und der Allmacht ist, er gehört der Blutlord, einer von Tod auserwählt. Die Rote Legion würde für ihn sterben. Wieso hilfst du ihm nicht dabei? Sie schirmen den Träger ab. An Bord des Trägers kommen. Ah, ja. Generatoren, Alex, Generatoren. Das wäre zu einfach. Wow, ich hatte mich mit einem Panzer festgefahren. Das kann passieren. Okay. Der zweite Generator. Auf der anderen Seite? Hast du ihn schon? Durch. Oh, das war mal ein Panzer. Schießt du da mal gegen? Unten. Danke. Das Schiff ist deaktiviert, aber das Schiff hebt gleich ohne uns ab. Der Träger darf nicht abheben. Ein paar Raketen in den Auspuff sollten das Problem lösen. Raketen in den Auspuff, er ist witzig. Der Träger bleibt
Ja, so dumm bauen kavallerische Schiffe. Ich will keine Umbral-Engramme, Destiny. Gott. Komischerweise krieg ich die Dinger gar nicht. Ja, sei froh. Geil, endlich eine Sniper. So, was sollen wir da als nächstes machen? Naja. Ich würde sagen, wir haben noch 4 Missionen vor uns. Mhm. Die schaffen wir heute noch. So. Ich wäre für die nächste. Schließen wir heute die Hauptstory ab. Also in dieser Aufnahmesession heute wohl nicht mehr. Jo. Machen wir heute die Hauptstory fertig. Genau. Und dann kann ich nachher noch ein bisschen mit Keksi quackeln. Gott, das ist ja schon Nulle. Ja, stimmt. Scheiß drauf. Die ziehen wir durch. Was? Was? Nix. Weil hier gleich so ein Wiederbeleben kam, deswegen habe ich gerade so ein bisschen so, ne? Nö, ich bin nur nach dir gespawnt. Ja, das war ein Random. Oh, wow. Bringst mich auf Ideen. Du hast doch Hunde. Weiß gar nicht, was du meinst. Nee, ich weiß gar nicht, was du meinst. Du lässt doch den Sniper am Leben. Ja. Ich war doch gerade mal im halbroten Bereich. Also ja. Ja. Meine Granate ist stärker als gedacht. Yep. Die Brücke sollte sein. Finden wir eine Konsole. Ja, genau, die Architekten haben mich umgebracht. Meine eigene Granate hat mich umgebracht, Bungie. Ja, die Architekten. Ich bin mein eigener Architekt. Ich habe mich selbst umgebracht. Okay, ich habe die Karte. Lass uns Tumos finden. Ja, ist gut. Dann schwebt halt nicht so hoch. Also du kannst die Kisten nehmen, ne? Welche Kisten? Hinter dir. Ah. Ja gut, du weißt auch, ich denke kompliziert. Ja, nee, dein Warlock ist aber kein Bergsteiger. Das Team, das auch nicht. Verloren habe, war gut. Ja, kein Super Mario? Meiner macht Klemmzüge, ich weiß. Nein, okay, das ist der Jäger. Das ist der Jäger. Mit Stompies. Jetzt sind wir gar nicht mehr so verschieden. Auch ohne. Die Tür ist verriegelt. Schau dich um. Es gibt immer einen anderen Eingang. Nicht mein Problem. Ich kenne da einen. Heißt Granada, aber. Ich wünschte, ich könnte auch da draußen sein und ein paar Kugeln abfeuern. Für mein Team. Deine Zeit wird kommen, Auro. Das will ich doch schwer haben. Au! Bastard!
fast beim Hangar. Tumos weiß sicherlich, dass ihr ihm auf den Fersen seid. Ihr könnt euch auf ein Empfangskomitee freuen. Oh ja, gerne. Holiday, kannst du Unterstützung leisten? Klar, gar kein Problem. Also. Ich muss erst ein paar rote Untiere abschütteln. Wovon redet sie? Ich sehe nichts. Ja, ich fall. Da gerade was in die Wand geprügelt. Hey, ja. Ich wollte dafür gerade meine Suppe verschwenden. Oh, ich habe noch einen Umbrallengramm gekriegt. Ich krieg nicht eins. Freu dich. Hat jemand um Unterstützung gebeten? Nö. Siehst du was? Nö. Vergessen, die eigene Granate ist heftig. Keine Granate macht Schaden an dir, außer das Ding. Das Ding legt dich um. Ja. Kommt immer von eurem eigenen Schiff runter, bitte. Hi, ich kämpfe neuerdings von Kabalenschiffen aus. Alles klar, Hüter. Ich habe mein Teil getan. Jetzt kümmere du dich um Tumos für uns. Wen? Auch um seine rechte Hand, ne? Danke fürs Dürfmachen, kannst sterben. Ach, come on. Bitch. Super, er hat noch keinen Schaden gekriegt. Richtig. Probleme? Nö. Granatwerfer. Naja, meiner Wahl, dann habe ich Granate dagegen geworfen. Jetzt habe ich nur einen Brallengramm bekommen. Glückwunsch, ich habe schon 6. Achso, ja, dann. Wir zählen auf dich. Das war saubere Arbeit, Hüter. Ich werde die gute Neuigkeit verbreiten. Ruhig ins Wort. Schön, dass sie nicht ausreden darf. Hab ich auch so gedacht. Nicht mal so weit sind wir gekommen. Nein, wir waren schnell. Raketenwerfer, Granatenwerfer verregelt. Schrotflinte oder MG? Schrotflinte oder MG? Was ist ein Schüler mit der Folge, oder? Warte mal, kommt drauf an, was als nächstes kommt. Nicht sonderlich großes, glaube ich, oder? Bis das nächste Mal bei Let's Play Destiny in der Kampagne Diebstahl in der OETZ. Bis dahin. Ciao.